Das ging schneller als gedacht. Das ist der gleiche Bauer. Ah ja, klar. Gleiches Feld, gleicher Bauer. Deine Arbeit ist jeden Cent wert. Sehr schön gemacht. Ich kriege zum Glück bloß Euros, aber das passt schon. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Ah, ja, genau. Wir werden... Oh, nee. Pflügen. Genau das habe ich mir gedacht. Das will ich nicht. Und deshalb werden wir jetzt mal kurz schauen, was unsere Felder machen. Das hier ist schon erntereif, aber Stufe 2. Da können wir noch eine Stufe warten. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir steigen mal in unseren Phoenix Tatra. Und dann fahren wir zum Shop, weil ich möchte mir noch etwas leisten, bevor wir eine wichtige Investition machen. Also ich möchte noch eine Sache kaufen, bevor wir... Also ich muss investieren, langfristig gesehen. Kurzfristig lohnt sich's noch nicht. Erst langfristig. Aber ja, dahingehend müssen wir ja investieren. Wir müssen langfristig planen und denken. Und dann werden wir am Ende auch mit einem satten Gewinn dastehen. Wir müssen zum Shop. Ich nehme an, dass der jetzt offen hat und dass er keine Mittagspause macht. Schon um... Oder keine Frühstückspause um 9:30. Wäre eher Zeit für einen Knoppers. Na, wir fahren gerade was weiter. Ist ja egal. Alle Wege führen nach Rom. Solange die da vorne nicht wieder einen Unfall bauen. Soll alles gut sein. Komischer Zufall. Hier, Ockham macht Werbung für Opel. Und hier im Dorf ist ein Opel-Händler. Ein bisschen Gehweg mitgenommen. Naja, passiert. So, wir möchten nämlich noch einen Anhänger kaufen. Damit dürft ihr raten, was für ein? Genau, mal kurz nochmal nach dem Preis schauen vom Benzin. Diesel, sorry. 1,14. Das ist zu teuer. Wir haben ja für 1,7 vor kurzem, oder 1,9 vor kurzem unseren Tank aufgefüllt. So. Also, ihr habt geraten, welchen wir brauchen. Und zwar ist das dieser. Ja. Ein Animal Trailer. Hauptfarbe schwarz, Felgenfarbe in diese. Anhängerkupplung hinten, ja. Radsetup normal. Der kostet 60.000. So. Wenn wir jetzt zum Viehhändler gehen, müssten wir für ein Schaf 150 dazu zahlen. Macht 4 ab 400 Schafe. 4. 150 mal 4 sind 600. 6000. Ja. Okay. Ab 400 Schafe rentiert sich der. Ja, ist halt so. Also wenn wir 400 Schafe gekauft haben, dann ist gut. Ups. Den hole ich jetzt aber nur mal aus dem Shop raus, damit er uns nicht wieder blockiert wird. Beziehungsweise, warte mal, wir können eigentlich... Wir können ihn auch gleich zum Viehhändler bringen. Hallo, wartest du? Danke. Wir können ihn gleich zum Viehhändler bringen. Ist ja kein Umstand. Dann ist er nämlich schon mal weg von der Bildfläche erstmal. Ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen mittig.
Ist immer ein bisschen schwierig hier mit der engen Ortschaft. Ich probiere ja immer auf meiner Spur zu fahren, aber das funktioniert irgendwie nicht immer. Vielleicht auch, weil ich zu schnell bin. Keine Ahnung. Mal ein bisschen hupen, dass die Platz machen. Ups. So. Dann gucken wir mal gerade auf die Karte. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir fahren einmal komplett durch, am Bahnhof vorbei und dann links. Da gibt es noch irgendwo einen Viehhändler? Nee. Bahnhof vorbei und dann links. Guter Plan. Bleib grün, bleib grün. Oh nein! Da, da. Die Leute laufen hier einfach über die Straße. Egal welche Farbe die Ampel hat. Das nervt mich. Also die haben hier so viel reingesteckt in diese Map. Und dann machen sie sowas. Hier ist die Ampel rot und keiner läuft. Und dann, wenn grün ist für uns, dann laufen alle Fußgänger. So. Da. So, einmal grün bitte, danke. Dann schauen wir mal. Achso, warte mal, die Minimap. Die Minimap. Ich möchte nämlich mehr Schafe haben, aber im Moment bin ich eigentlich der Meinung, dass wir zu wenig Geld haben. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Geld, damit sich das auch lohnt, dass wir hier mal rumfahren. Deshalb werden wir zwar den Anhänger hier hinstellen. Die Reifeisen ist hier. Wir werden den Anhänger hier hinstellen beim Viehhändler. Aber erst dann Zeug kaufen, wenn wir genug Geld haben. Weiß gar nicht, wo der Trigger sitzt. Aber ich denke mal, wir müssen da an die Rampe ranfahren. Na, unseren neuen Hänger gleich mal demoliert. So, wir müssen die ja noch aufmachen dann. Sehr gut. Kann man hier schon wieder was machen? Nee. Bei dem hier auch nicht. Und bei dem hier müssen wir pflügen. Aber pflügen möchte ich nicht. Ich muss mir gerade mal notieren, welche Felder wir schon bearbeitet haben. Die 38, die 37, die 36. Dass wir nicht immer die neuen Felder bearbeiten. Ich könnte auch jedes Mal schauen, aber wenn ich es natürlich aufschreibe, ist es einfacher. Dann gucken wir mal gerade ein bisschen nach den Schafen. Irgendwie fressen die nicht mehr so viel. Haben die vielleicht kein Wasser mehr? Doch, Wasser müssten. Wassertank haben wir ja auch. Gucken wir mal, ob wir hier wieder was reinkippen können. Nee, immer noch nicht. Ich glaube, ich habe noch nie die Schafe gefüttert. Sauberkeit 91%. Eigentlich alles gut hier. 35 Schafe. Ja, das ist eben ein bisschen wenig. Deshalb wollte ich ja noch ein paar Schafe kaufen. Den hier nehme ich mal mit. Kann man nämlich den Auflieger anhängen. Ja.
da müssen wir ja hin. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wir müssen den Auflieger irgendwo anders platzieren. Dann können wir doch da hinten rückwärts reinsetzen, oder? Kriegen wir das hin? So nicht. Nein, der dreht ein bisschen schnell. So, jetzt andersrum, dass wir einen Grad kriegen und dann einfach nach hinten schieben. Dann müsste eigentlich... Ja, nein. Dann wäre er gut aufgeräumt. So, sieht doch sehr gut aus. Perfekt. Dann können wir gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das Fass schon aufgefüllt habe. Hallo? Oh. Ne, haben wir nicht. Dann, wo kriege ich denn Wasser her? Wo kriege ich denn Wasser? Da ist der Hof. Holz, Tankstelle, Biogas. Wasser, hier. Da steht Wasser. Steht noch irgendwo Wasser? Seht ihr was? Da oben, Produktion, Wasser. Ja, beim Hof ist das Einzigste. Dann wird man da wohl hinfahren müssen. Ne, den Ballenwagen, den brauchen wir hier. Dann lassen wir den auch hier. Also, schnell zum Hof, mal hier das Fässchen auffüllen. Was? Moment. Ach, Wasel stand da. Ich hab gedacht, da stand Wasser. So, jetzt läuft mal einer rüber, bei Rot. Sehr gut. Und der fährt natürlich einfach durch. Ja, klar. Ja, okay, vielleicht hat der grün gehabt. Weiß man ja nicht. Wo ist denn unser Hof? Welche Straße müssen wir denn abbiegen? Die hier schon. Dann machen wir das. Sogar einen guten Weg gewählt. So, ich weiß gar nicht, wo ich das Wasser jetzt finde. Ich habe es auf dem Map gesehen, aber wo ich jetzt wirklich Wasser aufnehmen kann, weiß ich nicht. Ist da ein Hydrant oder ist da ein See? Müssen wir mal gucken. Ein Teich. Eine Pumpe ist da, wenn ich das richtig erkenne. Bin ich doch gar nicht so schnell. Ah, hier. Okay, da ist so ein Matschloch. Anders würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Oder wie sagt ihr zu dem? Ein Teich, ja. Ein Teich könnte man es nennen, aber ist ja eigentlich schon geschönt. Was brauche ich denn noch da hinten? Kann ich irgendwas verkaufen an die Mühle? Hm.
Nee. Nee, alles schlecht. Warum heißt eigentlich das alles richtig und nur die Wollfabrik heißt Spinnery? Strohverkauf, Sehender Holzwerk. Heißt alles schön. Liquid Manual. Eigentlich alles schön benannt, nur das nicht. Naja. Solltet ihr die Map updaten, dann achtet doch mal auf die Namensgebung. Oh, jetzt muss ich durch den Kreisel. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, unsere Schafe brauchen noch gar kein Wasser. Aber wir werden es trotzdem mal hinstellen, das volle Fass. Dann ist es nämlich schon erledigt. Müssen wir das nicht dann machen, wenn wir es unbedingt brauchen. Dann haben wir ein bisschen Spielraum mit der Zeit. Jetzt muss ich wieder überlegen, welche Abfahrt ich nehmen muss. Ich glaube, im Ort rechts weg. Und dann kommen wir zu der... Die hier? Nee. Doch, die war's. Nee. Nein. Das war nicht die. Wir müssen noch eine weiter. Und hier, Witter. Die Fußgänger denken, sie sind die Könige hier. Doch, das wäre die Abfahrt gewesen. Verdammt. Dann fahren wir halt hier weg. Warum habe ich hier eigentlich 4 Pedale? Handbremse? Könnte sein. Aber wir schauen gleich mal, ob wir hier schon Wasser brauchen, aber ich denke mal nicht. Man hat am Anfang hier so viel Wasser. Nee. Maximale Fassungsvermögen des Futterdrucks reicht aus, um die Tiere 6 Tage zu füttern. Okay, wenn ihr kein Wasser wollt, dann bringe ich das Fass mal wieder weg. Dann stelle ich das hier wieder rein. Dann ist es nämlich aufgeräumt. Ihr kennt ja das Sprichwort, Ordnung ist das halbe Leben. Unordnung die andere Hälfte. So, Waldwall stellen wir auch hier rein. Ballen müssen wir irgendwann noch machen. Aber ich glaube, wir haben im Hof noch welche. Hof besuchen. Ich glaube, ich habe da in diese Halle. Genau, da habe ich welche eingelagert. Nicht so viele, aber immerhin. Was da ist, ist da. So, ich möchte mich jetzt bei euch recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine Bewertung da. Ich mag alles. Like, Abo, Kommentar. Einfach reinkloppen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Bis dahin. Ciao.